Moin Leute, Timex hier. Heute gibt es endlich Duo Kill dich reich im Arena-Format. Haben sich alle von euch gewünscht, werden wir jetzt machen. 10 Euro pro Kill auf dem ersten Platz, ganz einfache Sache. Preisgelder daraus nehmen wir einmal aus dem Supported Creator Programm. Ne? Timex eingeben, annehmen, fertig. Alle zwei Wochen ist das Ding weg. Kostet euch gar nichts, freue ich mich riesig drüber. Es gibt momentan ein richtig dickes Gewinnspiel. Folgt mir noch nicht alle auf Instagram, da hättet ihr schon mitbekommen. Ein Gaming-Laptop im Wert von über 2000 Euro. Drei Dosen, glaube ich, vom neuen Level-Up-Geschmack und den Level-Up-Kühlschrank. Die gibt es so gar nicht zu kaufen. Die haben eigentlich nur YouTuber und Streamer bekommen. Aber ihr könnt da auch noch einen gewinnen. Das Ganze werde ich euch verlinken. Alle Infos auf Instagram. Zieht euch das rein, macht da mit, habt ein bisschen Glück und dann könnt ihr da gewinnen. So, ich mache schon Match starten. Wir haben direkt Stream ging an. Erste Runde ging direkt los. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch auf YouTube jetzt ganz, ganz viel Spaß mit den Highlights. Erster Fight geht jetzt los. Bisher ordentlich am Looten gewesen. Den haben wir unter den. Ja, die gehen da voll. Oh, da, die ersten jetzt connecten. Nicht doch. Klappt, 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 klappt. Das ist der erste. Und jetzt wird's halt übel. 2 gegen 1. Ich hätte keinen Bock auf ein 2 gegen 1 gegen Scout und Zesten. Da gibt's chilligere Varianten. Aber hier kann jeder mitmachen. Egal auf welchem Level ihr seid. Ob ihr gut seid, ob ihr nicht so gut seid. Gar kein Problem. Vielleicht seid ihr ja auch nur mittelgut. Vielleicht seid ihr nur ein mittelgutes Duo. Aber habt einfach mal mega Glück. Seid nur am Sandwichen, nur am Abstauben, habt Zone Luck, geilen Loot, den ganzen Scheiß und am Ende gewinnt ihr trotzdem. Auch wenn hier krasse Spieler dabei sind, kann ja passieren. Fightet jetzt im Sturm, der will's wissen, hier sind 4 Spieler vor ihm, weiß der das? Kann natürlich Fettkohle bedeuten, also wenn sie gewinnen wollen, dann hier wohl richtig. Ja, der geht down. Jetzt pushen sie da rein. 40er Hit. Der Gegner baut. Die haben sich da gerade gegenseitig behindert. Ja, zack. Okay. Ja, der stirbt von der ja, komm schon. Da kriegt Zesten den Kill und damit, schauen wir mal Zesten zu. Wie viel Leben hat er? 4 Kills. 5 Kills haben sie schon. Erster Platz werden jetzt schon. Ist die Mindestvoraussetzung? Haben sie geschafft? 5 Kills brauchen wir mindestens. Haben sie? Ja, das machen die safe. Die haben ein gutes Netz. Goldener Raketenwerfer. High Ground. Viel Erfahrung aus den Turnieren. Gegner, den Grappler. Den gibt es auch nur. Einmal pro Runde gibt es den. Das wäre nochmal knapp gewesen. Ja, der ist down, lol. Nachträglich im Sturm gestorben. Oh, woher weiß er das? Wie gut. Wie gut. Scout geht voll rein. Noch einer down. Sie haben die komplette Lobby auseinandergenommen. So, ist so. Scheiße, jetzt was? Was? Hä? Die haben jetzt 12 Kills? Wie haben die... Was? Einfach mal die... Von 6 auf 12 Kills so in... Preis? Ja gut, 120 Euro. Klar, war jetzt die erste Runde. Viele Pros haben hier noch keinen Wind von bekommen, dass das jetzt gerade wieder stattfindet. Sehr spontan. Erste Runde, 12 Kills, 120 Euro. GG, Glückwunsch. Wenn ihr Scheiße gebaut habt, bei mir auf dem Discord oder im Twitch-Chat, dann seid ihr gebannt. Wenn ihr hier gewinnen solltet, könnt ihr nichts machen. Es gibt diese Wagers-Turniere. Yo, wir machen ein Kill-Duell, wir machen One-on-Ones. Der Gewinner kriegt 50 Euro oder sowas. Verliert der Herausforderer, wird ihm das Geld abgezogen. Verliert derjenige, der das Ganze in Auftrag gegeben hat, zahlt er einfach die Gelder nicht und blockiert ihn. So, 95% dieser ganzen Duelle mit um Geldern werden nicht ausgezahlt und ist Abzocke. Deswegen haben wir sie bei mir auf dem Discord verboten, weil da so viele Leute abgezockt werden. Hat jemand trotzdem Werbung für gemacht, nachdem wir 5-mal geschrieben haben, es ist verboten, es ist verboten, es ist verboten. Hat er trotzdem gemacht und jetzt ist er im Arsch, denn er hat darauf ein Kill dich reich gewonnen, aber er kriegt die Gelder nicht, weil er wissentlich dafür Werbung gemacht hat. Und das ist verboten. Deswegen macht keinen Scheiß. Gebt euch nicht als jemand aus, der Preisgelder gewonnen hat und sagt, hier, ich bin der und der, gib mir mal das Geld. Und dann kommt nachher rein raus, der hat da irgendwas gefotoshoppt, das ist es nicht. All sowas führt zum Timeout-Spiel keine Rolle. Timeout ist egal, wenn ihr gebannt seid auf dem Discord, weil ihr... Das sind auch echt nur wenige, ich will keinen Bann. Wieso sollte ich jemand aus der Fortnite-Pro-Szene bannen? Aber auch hier die Vollidioten, die on-stream andere Streamer super schlecht reden, Aussehen beleidigen, Skill oder so richtig negativ, toxic, kacke, so richtige Vollversager, die bannen wir auch. Die Leute, die mich extrem geärgert haben. Die haben dann einfach Pech. Klar, Robnik und Theo sind heftig. Die anderen kennen wir auch schon. Timo jetzt down, jetzt ist es ein 2 gegen 1. Dieser Bug, wenn die Glatze so, wenn die Haare so abglatzen, sieht immer ganz merkwürdig aus. Oh. Der ist, also dafür, dass er gegen die beiden spielt.
Robnik liegt. WTF? Doxy wirklich nur sehr, sehr, sehr wenig Leben. Das ist ordentlich. Jetzt hat er wieder Schild drin. Wenn er den jetzt auch noch holt, Digga, dann ist aber... Der war jetzt... Kein Schild mehr. Er hat noch... Der hat 6 Minis und 3 Biggies. Aber die Shotgun-Munition geht alle. Halsmaul, keine Shotgun-Schüsse mehr. Und er hat 1 HP. Oh, wie unlucky. Neue Shotgun-Schüsse aufgesammelt. Minigun wird genommen. Jetzt kann er richtig drauf spielen. Der hat echt 1 HP. Komm, hol ihn dir. Er kriegt ja richtig Winkel drauf. Das gibt's doch nicht. Jetzt hat er wieder Schild genommen. Wieso ist der so hartnäckig? Jetzt geht er sogar den Angriff über. Theo hat die Karte. Der hat echt gar kein Leben, ne? Sturm kommt. Oh, so ein wichtiger Schuss. Was soll das denn? Prex? Ja, auf wie viel... Auf 100 Metern oder 200 Meter Raketenkill? Ach, Digga. Die haben 50 Minuten lang gefightet. Jetzt macht er 300 Meter Raketensnipe. Wie sehr ärgert er sich? Die Schüsse wollten einfach nicht. Kann passieren. Guten Flex gehabt, direkt geschossen und gebaut. Der ist jetzt... Oh, der stirbt im Sturm. Das ist dein Kill. Easy going, 50 Leben. Und er geht weiter. Er ist immer noch drin. 7 Kills, 5 stehen noch am Leben. TNP Hit You, auch ein starker Spieler. Natürlich noch in der Überzahl. Jetzt wieder ganz nach oben. Oh mein Gott, was für ein Überraschungsbrett, Alter. Kein Fallschaden. Ganz wichtig ist kein Fallschaden. Schafft das im Highground. Hat er genug Metz dafür? Hat er nicht. Er hat nicht genug Metz. Pff, wie schnell ist er denn? Was sind das für Reflexe? 3 Spieler jetzt noch. Oh, da geht er down. Schade. Oh, das wäre ja so krass gewesen. Oh, ach du Scheiße. Wie viele Kills haben die denn? Auch 13 Kills wieder erster? TNP Hit You und TNP Durdu. Auch schon oft gesehen in den Turnieren. Erster Platz, 13 Kills, 130 Euro. So, wir gehen in die dritte Runde. Dominik Buster und Kakao geben nicht auf. Sie geben nicht auf. Wo schauen wir jetzt zu? Oh, starker Überraschungsmove. Oh, 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 das ist nicht nice. Das ist nicht schön. Die sind beide ziemlich low. Oh, nehm ihn. Kaku down. Wird das gemacht? Hä? Ich hätte nachträglich den Kill bekommen. Ich hab gar nicht mehr geschossen, oder? Jetzt ziehen wir seinen Mate. Der ist weggejumpedet. Alter, das war so gut. Oh nee, wieso kann er den nicht finishen? 17er PRT. Oh mein Gott. Theo hat ihn so den Arsch gerettet, ne? Digga, das war so ein geiler Play von Robnik. Aufgeschossen, Wand geplaced, editiert, bei ihm reingesprungen. Der erste Shot irgendwie 124er Treffer und danach, glaube ich, ein oder zwei daneben geschossen und das war's dann schon. Schon liegt der. So ein geiler Play. Hit You is down. Der ist alleine. Das war erst sein erster Kill. Alter, wenn die das zweimal miteinander gewinnen, ne? 5 Spieler, 3 Teams. Er ist alleine, die anderen beiden haben Duos. Jetzt ist noch einer alleine. 2 gegen 1 gegen 1. Duo im High Ground. Duo im High Ground. Er könnte... Oh, die Mets gehen auch alle. 50 Mets noch. Er fällt runter. Oh, so lädt nicht aus. Auf Jumppad! Er geht wieder hoch. Aber ey, was will er machen? Es sind 2. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nee. Als er auf Jumppad gesprungen war, war schon klar, das ist zu Ende. Lakes und Recon IWNL. 11 Kills. Erster Platz. 110. Oh, ey, wir haben heute 110, 120, 130 Euro bisher rausgekommen. In nur 3 Runden. So, 4. Runde. Bisher waren echt alle nice. Mal gucken, ob jetzt wieder so viel... Preisgelder vergeben werden. Kann ich einfach mal einmal einen Camper gewinnen, einfach mal? Ein Duo mit 4 Kills, einfach? Und ich gebe gar nichts raus? Oh Gott, das war's. Schnell geworden. Jo, die haben es nicht gehört, die Gegner!
Die hatten es nicht gehört. Oh, beide so wenig Leben. Du hältst aber nur noch 8 HP. Nein, finishen. Oh, 5 HP. Nochmal wieder geil. Warum ist das so spannend, Mann? 4 HP. Er ist gone. Nur noch sein Mate. Nur noch sein Mate. Oh, C4. Er lebt immer noch. Digga, die sind einfach, die sterben einfach nicht. Oh, der eine ist tot. Oh, wichtiger Shot, der hier daneben geht. Der stirbt doch auf. Er hat ihn. Er hat ihn. Ach, halt's mal. Jetzt geht das auch nicht wieder. Nee, das schafft er nicht. Das schafft er jetzt nicht. Nee, komm. Jetzt reicht. Nee, das. Nee, nein, das wäre auch zu krank gewesen. Da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Das wäre zu krank gewesen. Man muss auch mal sterben in dem Game. Du kannst ihn jetzt gerne rebooten, aber man muss auch noch mal ein bisschen zeigen, dass man auch noch, dass man irgendwo noch ein Mensch ist und auch mal sterben kann. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß hier? Wer nervt denn da so heftig? Wenn sie einfach die Mangel genommen, es sind noch 32 Spieler. Roll Gamer down. 8 HP. Beschissenster Tod davon ever. Das wäre auch wieder nice. Die hätten sie es auch verdient. Ja, schön nochmal ein Netz mitgenommen. Ist denn da so nervig im Highground? LOL. Das ist ein Arrow-Spieler genau zwischen den. Den kriegen sie. Das sind jetzt die 5 Kills. Das wäre die Mindestvoraussetzung. Jetzt ist das ein 2 gegen 2. Das ist ein 2 gegen 2. Zwei Dus noch am Leben. Wer kriegt das Preisgeld? Die anderen jetzt hier brutal im Highground. Das sieht so aus, als hätten sie noch guten Metz. Jetzt hier kurz im Sturm. Das ist, ja, ist er down. Taku, Last Man Standing. 2 gegen 1. 2 gegen 1. Oh, den hat er. 1 gegen 1. Kriegt nochmal Schild. 1 gegen 1. Taku ist ein heftiger Spieler. Er kann es schaffen. Die ja fast deinen Highground gesprintet wäre. Oh, gute Hits. Oh nein. Bit off. Fuck, das hätte er komplett schaffen können. Hat er. Ah ne, hat er gar keine Mets mehr, ne? Hat er gar keine Mets mehr? Ich glaube, Taku hatte keine Mets. Lol, war das schade. Das war ganz. Digga, wie er da auf einmal hoch. Der ist ja senkrecht hochgeflogen. Mit den Edits und die ganzen Sprünge und Sprinten. Das war ja. Hätte er noch mehr Mets gehabt, hätte er den geholt. Safe. So, wir gehen in die Sub-Runde rein. Das ist eigentlich immer die verschwitzteste Runde, wenn man sieht, wer alles schon am Start ist. Viele Namen, die wir kennen. Viele Spieler von RG1 am Start. Jo, Mods natürlich wieder drin, selbstverständlich. CDP Julian mit seinem Mate drin. Die Gewinner von eben gerade. Chef Strobel, Phyrex. Geil. Royal Gamer wieder drin. Arrow-Spieler. Wieland Junior. Mhm. Ja, so kennen wir Chef Strobel. Das kostet richtig Metz. Start mit der Pistole. Hat der Lex? Was? Jetzt gucke ich einmal mein Leben Chef Strubel zu und es endet in einem Pickaxe-Fight. Den haben sie. So, was ist. Oh, Kakao! Oh nein! Du wolltest abhauen! Du wolltest komplett abhauen! Du wolltest dich im Busch verstecken, Kakao. Du wurdest erwischt. Du wurdest. Muss man einfach mal sagen, du wurdest erwischt. So. Es war ein guter Versuch, aber man hat dich schon so ein bisschen gesehen. Ja? Ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Aber die haben dich echt erwischt. Ja, ist er down, keine Chance. Fettes Danke. Ja, eben schon die Top-Tipps gegangen. So. Ich das noch hin. Alter, was ein Scheiß. 3 HP. So ein Kacktod. So ein. Also, wenn ich so sterben würde, da würde irgendwas bei mir. Da wäre ich schon aggressiv beim Zuschauen. RG Wolf und RG Bar sieht 6 Kills schon zusammen. So schnell kann es gehen. Ein bisschen scharf in der Zone, ist aber in Ordnung. 28 wieder noch am Leben. Erster Platz. 10 Euro pro Kill.
Oh, holy shit. Was, dein Mate ist beide jetzt hier down gegangen? Mit, nur mit einem kleinen Sprung vom Jump-Pad? Die ist echt stacked, die Lobby, Alter. 27 Leute noch am Leben. Oh, schafft er das, schafft er das, schafft er das, schafft er das? Oh, ist das knapp. Jetzt haben die aber auch zu wenig Leben. Jetzt geht er down. Jetzt, oh, wie bitter. Jetzt liegt nur noch Hitchu. Und jetzt geht er auch down. Nee, war's nicht. Die checken's nicht. Der checkt's nicht. Keule über dir. Hitchu lebt. Ein Fisch hat er noch. Hau sich rein, 90 HP. Er ist im Highground. Oh, was ein Laser. Hau sich schnell runter. Ja. Oh nein, nein. Oh, er lebt immer noch. Ey, das ist ein krankes Late Game, dass der noch steht. Den hat er. Wieder 50 Leben oder Schild. Ey, wenn er das gewinnt, ne, alleine, das wird zu... nächster Kill. 2 gegen 1 jetzt. 2 gegen 1, aber er ist im Highground. 2 gegen 1, er ist im Highground. 240 Metz hat er noch. Ah, das sind RG1-Spieler. Die sind natürlich... Die sind nicht ohne. Die sind nicht ohne. Das wird schwer, ey, wenn er das schafft, ne? Oh, der wird sogar geschossen werden. Der wird auch noch... Was? Digga, wie macht er das? Er lädt ein bisschen was, Bild. Über Damage. Oh, schade. Ey, Virtux, das war unfassbar geil. Das war unfassbar geil. Sehr, sehr stark gespielt. Das Ding gewinnt RG1-Spieler. Okay, das war's mit dem Kill dich reich im Duo. Ihr habt's euch gewünscht. Im Solos hatten wir schon. Duo fand ich jetzt auch echt geil. Auch wenn die Preisgelder jetzt ziemlich hoch waren. Was war das heute? 100 Euro, 110, 120, 130 und nochmal 90? Wenn euch das Ganze gefällt, ihr wollt das öfter sehen, auch gerne in anderen Formaten, in anderen Modi. Support Extra, der Code Trimax eintragen. Hält 2 Wochen, kostet euch gar nichts. Freue ich mich sehr drüber. Meinung in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein.